Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir fahren gerade in den Urlaub nach Österreich und ich dachte mir, ich mache einen Urlaubsvlog. Mal sehen, wie oft ich zum Vloggen kommen werde überhaupt, aber yes, we'll try. Es ist, wie früh ist es ungefähr? Ich bin 5 Uhr noch was, ja, ich bin total verschlafen. Ich hatte 3 Stunden Schlaf heute. Im Auto kann ich nicht schlafen. Ein Pickel ist auch dazu gekommen. Sehr nice. Soeben über die Grenze gefahren und sind nun in Österreich. Jetzt machen wir unsere zweite Pause. Es ist ungefähr 8 Uhr und werden auch was essen. Yay! Pause Nummer 3. Diesmal sollte der Ton auch besser sein, weil ich mein Mikro dabei habe. Wir haben den ersten richtigen Tag hier. Ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt, weil wir waren total müde und sind eigentlich auch direkt schlafen gegangen. Jetzt sind wir gerade in einer Burgarena. Ja, das erkennen wir noch. Und heute gehen wir in eine andere Ferienwohnung. Herzlich willkommen auf der Burg Finkenstein. Heute on stage, Carina. Applaus! Wir begrüßen das zahlreiche Publikum. Vielen Dank. Ja, bitte. Moment, ich halte mich fest. Oh. Nochmal bitte. Warte, ich muss mich erstmal festhalten. Okay, okay. Halten Sie sich Ja, und jetzt zur Kamera gucken. Ich hoffe, es hat geklappt. Also wir haben heute jetzt den 1. Juli. Ich habe die letzten Tage nicht gefilmt, weil wir waren die ganze Zeit baden, sonnen. Nein, Spaß. Zwischendurch waren wir auch einmal Subboard fahren, was sehr, sehr cool war und sehr viel Spaß gemacht hat. Habe ich aber auch nichts mit gefilmt. Ich wollte mein Handy nicht mit auf Wasser nehmen, selbstverständlich. Und heute sind unsere Eltern wandern und wir spielen Tischtennis. Perfekt. Dann werden wir noch packen, weil wir fahren morgen. Wir fahren morgen zu einer anderen Wohnung. Auf einen Bauernhof. Nice. Da waren wir letztes Jahr schon. Ey, sing mal bitte. Das hört sich hier bestimmt richtig gut an. Hochlaufen lieb ich ja. Aber, dafür ist ein geiler Ausblick. Nee, glaub nicht. Aber normalerweise. Und wieder runter. Ciao Bella. Wir sind jetzt in Italien und machen eine Wanderung, weil Italien ist irgendwie nur 20 Minuten oder so von uns weit weg und deswegen sind wir jetzt in Italien.
Italien. Österreich. Italien. Österreich. Italien. Österreich. Wandern ist verdammt anstrengend. Alles ist super, die Welt ist schön, ich habe keine Angst. Willst du da gehen? Aber da geht's noch weiter. Jetzt mache ich eigentlich meine Brille auf. Es ist noch dunkler. Und von der anderen Seite? Das ist gleich viel heller. Und von der anderen Seite? Und hier haben die sich gegeneinander beschossen. Krass. Wir haben eine wunderschöne Aussicht. Lächel mal kurz. Darf ich präsentieren die wunderbare Aussicht? Wer hat es geschafft? Wir haben es geschafft. Wer hat es geschafft? Da kommen sie alle angerannt. Rosi! Ich mach mal ein Video. Du machst ein Video. Ich mach ein Video. Sie macht ein Video. Ja, kannst ja essen. Das sieht doch lecker aus. Sehr nice. Wir sind klettern in der Galitzenklamm. Yay! Von dort unten irgendwo sind wir hochgeklettert. Oh, wie schön. Ängstigend. Wir haben es geschafft, wir sind oben. Wir waren hier. Es geschafft. Wir haben es geschafft. Mal genau den Treffer. Und ich hab Angst. Come on. Ich hab Angst. Das sind nur 3 Sekunden, oder? Ja. Aber das ist bestimmt die schlimmsten 3 Sekunden meines Lebens. Ach Quatsch. Nein, ich drücke lieber. Come on. Ich trau mich nicht zu drücken. Ich drück jetzt, okay? Mach doch mal, ja. Und drauf lassen. Drauflassen? Nee, drauflassen. Aua! Ich hab jetzt halt geholfen. Was war denn da? Er hat jetzt richtig gejuckt. Richtig gemückt. Ja, er hat richtig gemückt. Das neue Wort für Jucken. Nice! Lecken, 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 lecken. Du, ey. So, Kupplung. Zweiten, schalt du mal. Jawohl. Kupplung kommen lassen. Von der Kupplung runter. Jetzt rollst du ja schon. Hurra, ey.
nicht so angestrengt gucken. Ein bisschen freundlicher. Ich konzentriere mich nur mehr. Achso. Hast du da Angst ins Auto? Nee. Diese Belichtung hier ist aber auch bombastisch. Wir wollen los. Es ist so dunkel hier immer. Oh, so wärmst du die auf? Au! Reißt du deine Wimpern ab? Nee, ich habe nur meine Haut eingeklemmt. Halb so wild. Willst du reden für mich? Ja, gerne. Also, liebe Leute, wir sind gerade, also morgen früh um 4 Uhr oder so, fahren wir zurück nach Berlin. Ich rein. Fahren wir zurück. Spaß, man hört sich auch so. Heute gehen wir nochmal runter zu der Geil. Also, das ist dieser Fluss. Und da werden wir ein bisschen runterwandern, ein bisschen hochwandern und ein bisschen chillen. Auf jeden Fall hatte vor 2 Tagen Almila Geburtstag und morgen hat meine Freundin Geburtstag. Also ich glaube, diesen Wanderweg hat schon lange keiner mehr benutzt. Wir sind an der Geil! Amazing! Schaut mal, wie wunderschön die aussieht. Wenn man seinen Cappy vergessen hat, muss man halt improvisieren. Sieht super schön aus. Ach, ist das süß. Ist das süß. Wuhu! Wow, Applaus! Ich nehme mal so. Oh, jetzt gibt es hier Unterricht vom Herr Dominik. Jetzt wird es bombastisch laufen. Schon besser. So, die Liebe hat es jetzt gelernt und sie wird es uns jetzt zeigen. Let's go. Warte, ich habe einen zweiten. War der Vorführeffekt? Mensch. Applaus, Applaus. Jetzt kommt aber erst der spaßigste Teil von allem. Das nach oben laufen. Juhu. So, wir schnipsen jetzt und dann sind wir oben. Tada! Wir sind da! So, aber jetzt kommen wirklich ein paar Eindrücke von der Wanderung. Dieser Wind. Wo ist denn das Licht am besten? So, den anstrengendsten Weg haben wir jetzt schon geschafft. Ich schwitze dezent. Aber wir haben es immer noch nicht ganz geschafft. Wir sind 31 Etagen gelaufen. Ist leider so ein Leben. Das macht richtig Spaß. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist ein Haus. Und zwar genau da oben. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Now I'm ready for the pool. Hier leben wir übrigens seit den letzten 10 Tagen ungefähr. Dort ist die Scheune. Das ist wunderschön hier. So, jetzt werden wir auch schon Taschen packen. Dieser Urlaub ging so schnell vorbei. Ich will noch nicht gehen, aber irgendwie freue ich mich auch auf zu Hause. Aber ich will nicht gehen. Guten Morgen, es ist ungefähr 4.40 Uhr. Wir werden jetzt zurück nach Berlin fahren. Ich werde es hier vermissen, aber ich freue mich auch auf Berlin. An der Stelle auf Wiedersehen in unser wunderbares Zimmer. Ich bin müde. Habt ihr irgendwie auch immer total Angst, dass ihr irgendwas vergessen habt? Ich habe immer Angst, egal wie oft ich nachgeschaut habe. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergessen habe und es ist anstrengend. Ich gucke nochmal nach.
Wir sind wieder zu Hause. Der Urlaub verging so verdammt schnell. Aber er war so verdammt schön. An der Stelle auch vielen Dank an meine Eltern. Falls ihr das Video bis hierher seht, vielen Dank für diesen wunderbaren, unvergesslichen Urlaub. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und dann würde ich Ciao sagen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.